Ja, guten Abend, Geschwister. Auch zu Hause, vor den Fernsehgeräten oder PCs. Der Jörg ist krank, dem geht's gar nicht gut. Deswegen stehe ich heute hier, betet für ihn. Ist nicht leicht. Ja, wir sind in 2. Mose 12 und zwar ab Vers 21 lese ich bis 28. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen: Leset Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum, so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so halte diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr sagen: Es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Die Situation hier spitzt sich mehr und mehr zu. Wir hatten in den ganzen Kapiteln zuvor eine Plage nach der anderen. Es ist zwar nicht so gewesen, dass Plage auf Plage kam, also Gott hat immer wieder auch dem Pharao Zeit gegeben, umzukehren. Denn Gott liebt den Pharao. Aber der Pharao hat sein Herz so verhärtet, er war so verfinstert von Sünde, dass er, wenn so eine Plage vorbei war, er nicht Buße getan hat, er nicht erkannt hat, wer bin ich eigentlich in meiner Sünde, sondern er wollte möglichst schnell, dass diese Plage zu Ende ist, dass das Leiden aufhört. Er wusste, dass Gott der Adressat ist, dass es von Gott kommt, das Leiden. Aber wenn es dann vorbei war, dann ging es weiter. Dann hat er sein Herz weiterhin verhärtet. Und aber wir sehen so schön, wie Gott um das Herz eines Menschen ringt, wie er versucht, ihn dazu zu bringen, umzukehren. Und diese Plagen, die werden immer härter, das nimmt immer mehr zu, um einfach auch zu rütteln und zu schütteln und zu sagen: Ey, kehr um, der Weg führt ins Verderben, wenn du nicht umkehrst. Und letztendlich kommt dann irgendwann der Punkt, wo Gott sagt: Okay, du willst nicht, dann lass es. Und das ist furchtbar, wenn Gott das zu einem Menschen sagt. Jetzt geh deinen Weg. Du willst es, du hast dich dazu entschieden, jetzt geh. Beim Pharao kommt allerdings dazu, dass er der Machthaber eines ganzen Volkes ist und sein ganzes Volk mit in das Elend hineinreißt. Seine Sünde ist keine Privatsache, ist es bei uns auch nicht, natürlich nicht. Aber bei ihm hat es nochmal eine heftige Auswirkung.
Er bringt Elend über sein Volk. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir für, wie wir das immer wieder hören, wir werden auch dazu aufgerufen, für unsere Machthaber zu beten, dass sie auf dem Weg, auch wenn sie es selber gar nicht begreifen, dass sie auf dem Weg Gottes gehen. Denn umso mehr wir uns von Gott entfernen, umso finsterer wird es. Das ist so. Aber letztendlich kann auch uns das was sagen. Vielleicht ist es auch so, dass Gott vielleicht in deinem Leben jetzt, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber vielleicht die eine oder andere Plage zulässt, wo Not in dein Leben hineinkommt. Krankheit oder, ich weiß nicht, es gibt so viele andere Dinge. Du kommst in finanzielle Schwierigkeiten, Beziehungen zerbrechen, ich weiß nicht. Könnt ihr euch selber ausmalen, das Leben ist ja vielfältig, da gibt es viele Dinge, die uns treffen können. Wir fragen dann natürlich, warum. Es kann sein, dass Gott dahinter steht, dass Gott Leid zulässt in deinem Leben, um dich wach zu machen, sage ich mal. Leiden ist nie, Gott gefällt kein Leiden, er hat keinen Spaß am Leiden, er ist gekommen, hat für uns gelitten. Also das ist nicht so, dass er sich darüber freut, wenn wir leiden. Aber manchmal ist es so, es gibt dann, wenn wir manchmal auch ein bisschen halsstarrig sind und auch manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal findet Gott keinen Zugang zu uns. Und dann lässt er auch manchmal Leiden zu, damit wir wach werden. Denn er liebt uns so sehr. Er möchte nicht, dass wir auf unserem eigenen selbstsüchtigen Weg gehen, sage ich einfach mal ganz, ganz klar. Denn das ist nichts, was uns Segen bringt, den Menschen um uns herum schon mal gar nicht. Und wir belasten unser Leben. Wir laufen betrübt durch die Gegend. Wenn Sünde tatsächlich in unserem Leben ist, wenn Gott seinen Finger darauf legt und sagt, ey, lass das, komm zum Kreuz, lass dich reinigen, kehr um. Wenn wir das nicht tun, das können wir auch. Wir können uns dazu entscheiden, es nicht zu tun. Und diese Sünden, was es immer es auch sein mag, wir halten an der Sünde fest. Das belastet unser Leben. Und das will Gott nicht. Und manchmal muss er dann einfach ein bisschen rütteln und schütteln. Und es wird oft im Wort Gottes auch mit Wüste bezeichnet. Du bist in einer Wüste. Wir können dazu mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob das ganz da so zupasst, aber wir schlagen es trotzdem mal auf. Da steht im Hosea, das ist einer der kleinen Propheten im Alten Testament. Der kommt gleich nach Daniel. Hosea 2, erstmal die Verse 13 bis 16, da steht, und ich will ein Ende machen, also da redet er jetzt zum Volk Israel, und ich will ein Ende machen mit all ihren Freuden, Festen, Neumonden, Sabbaten und all ihren Feiertagen. Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt, das ist mein Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ich will eine Wildnis aus ihnen machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen sollen. So will ich heimsuchen an ihr die Tage der Bale, an denen sie Räucheropfer darbringt und sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückt und ihren Liebhaber nachläuft, mich aber vergisst, spricht der Herr. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Das ist der Plan Gottes. Deswegen führt er uns in die Wüste, wo du vielleicht aus allen Aktivitäten rausgerissen wirst. Vielleicht ist es so, dass Gott
dich einfach ins Krankenhaus legt, dass du nicht weglaufen kannst, dass du nicht in deinem gewohnten Umfeld drin bist, wo du dich ablenken kannst, wo du alles Mögliche machst, wo du mit Gott alleine bist plötzlich. Das ist hart, das ist erstmal schwer, wenn alles andere ausgeschaltet ist. Aber Gott hat das Ziel, wie es hier steht, er will freundlich mit dir reden, in seiner Liebe. Du sollst die Stimme des guten Hirten hören. Er will anklopfen und sagen, ey, bleib doch nicht auf dem Weg. Komm zu mir. Bei mir hast du Leben, bei mir hast du Liebe, bei mir hast du Trost, bei mir hast du Freude, bei mir hast du echtes Leben. Und nur da. Nur da. Es gibt so einen alten Schinken, so einen Film, aus den 60er Jahren oder so, der heißt Die Wüste lebt. Und da siehst du die Wüste, und Wüste ist normalerweise nicht viel Leben da, weil das ein ziemlich lebensfeindliches Gebiet ist, eine Wüste. Trocken, hoffnungslos, heiß, und plötzlich fängt es an zu regnen. Und das ist so schön dargestellt in dem Film, wie plötzlich alles anfängt. Da entsteht Leben, da kommen plötzlich Blumen raus, die fantastisch aussehen. Wo vorher nur Sand war, ist plötzlich Leben da. Und das ist genau das, was Gott aus unserem Leben machen will. Wenn du dich in der Wüste, wenn du hast den Eindruck, du bist in der Wüste, du kommst nicht klar da drin, du bist ohne Kraft, ohne Freude, du quälst dich morgens aus dem Bett, und erwartest nicht viel vom Tag. Bist leer. Das ist das, was Gott machen will. Gott will dich zum Blühen bringen. Er will dein Leben reich machen. Aber er möchte, dass, wenn wir in Dingen leben, die ihm keine Ehre machen, von denen wir ganz klar, und wir wissen das häufig, das ist nicht so, dass wir das nicht erkennen. Manche Dinge erkennen wir vielleicht auch nicht. Aber wir wissen schon, wo Punkte in unserem Leben sind, die nicht in Ordnung sind. Dafür hat Gott uns ein Gewissen gegeben. Und umkehren. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus vergibt alles. Sein Blut ist geflossen für uns. Es gibt keine Sünde, die zu dreckig ist, die er nicht vergeben könnte. Und Sünde ist Bindung. In Bindung zu leben, ist, da fehlt die Liebesbeziehung Gottes in deinem Leben, wenn du in Bindungen lebst, weil da ist jemand, der dahinter steht, der das Ganze anfacht, der möchte, dass wir in Bindungen leben, dass wir, dass unser Leben zerstört wird und das Leben der Menschen um uns herum. Deswegen lasst uns echt, wenn Jesus anklopft, wenn er uns Dinge zeigt, lasst uns nicht hartherzig und stur sein und meinen, nein, ich will nicht. Das können wir. Wir können uns dazu entscheiden, das nicht zu tun, auch als Kinder Gottes. Dann gehen wir jetzt mal zurück zu Mose, und zwar ja, in Vers 21, und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen, leset Schafe, oder in manchen Übersetzungen steht auch, leset Lämmer aus, und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Mose gibt hier, inspiriert durch den Herrn, ganz klare Anweisungen, wie sich das Volk verhalten soll. Tut das. Tut genau das. Nicht anders, nicht auf eure Weise, nicht so wie ihr es euch, sondern tut das, was ich euch sage. Denn Gott hat einen Zweck damit. Gott möchte, dass das Volk Israel beschützt ist. Und vor dem, was kommen wird, diese letzte Plage, die kommen wird, er möchte sie davor bewahren und beschützen.
Deswegen sagt er ihnen, und das ist immer das Wort Gottes, wenn das Wort Gottes zu uns spricht, möchte Gott uns warnen, er möchte uns schützen vor Dingen, dass wir nicht blind in irgendwas hineinlaufen. Es ist so viel los in dieser Welt. Du hörst so viele Stimmen, du machst den Fernseher an, du machst das Radio an, du machst das Internet an, es gibt gute Sachen, keine Frage, aber da ist so viel Müll. Und da kannst du nur, auf dem richtigen Weg bleiben, wenn du im Wort Gottes lebst, wenn du dich reinigen lässt von all dem, was auf dich einströmt. Du bist dem sonst nicht gewachsen. Du musst das Wort inspiriert durch den Heiligen Geist, du musst den Heiligen Geist bitten, dass er das Wort lebendig macht in dir, dass du Weisheit hast, wie du mit Dingen umgehst, der deine Gedanken reinigt von all dem Dreck. Das ist so wichtig. Und hier sagt Gott, tut das, was ich euch sage. Und sie müssen ein Lamm nehmen, ein Lamm aus der Herde und müssen es schlachten. Ein Lamm schlachten. Wer ist unser Lamm? Keiner weiß es. Also unser Lamm ist Jesus. Jesus ist unser Opferlamm. Und wenn wir ein Lamm uns angucken, von einem Lamm brauchst du, glaube ich, keine Angst zu haben. Ein Lamm wird dich nicht irgendwie in die Wade beißen oder wird, ich weiß nicht was, machen. Ein Lamm ist sanft und wenn ein Lamm geschlachtet wird, ist es auch sanft. Es wehrt sich nicht. Wenn du eine Ziege oder sowas hast, boah, das ist nicht ohne. Aber ein Lamm schweigt. Das ist Jesus. Jesus ist unser Lamm. Und der Herr hat sich hingegeben. Der hat nicht zurückgeschlagen, als er geschlagen wurde. Er hat nicht zurückgespuckt, als sie ihn angespuckt haben. Er hat nicht zurückgelästert. Er hat nichts gesagt. Er hat das hingenommen. Obwohl er alle Macht gehabt hätte, mit einem Wort diese ganze Mannschaft, die um ihn herum war, auszulöschen. Er hat es nicht getan. Aus Liebe zu uns. Und auch aus Liebe zu denen, die ihn gefoltert und gequält haben. Wir lesen jetzt mal ein paar Verse mehr. Und zwar, da wird uns das Lamm Gottes in der Offenbarung gezeigt. In Offenbarung 5. Das Johannes hat ja eine Wahnsinns-Offenbarung bekommen. Also da stehen Dinge drin, die sind echt, die sind unglaublich. Und hier steht dann in Offenbarung 5, Verse 1 bis 14. Und ich sah in der rechten Hand dessen, also hier ist der Vater, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden.
Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist das Lamm verherrlicht im Himmel. Das ist unser Herr, den wir anbeten. Und ich hoffe nur ihn. Denn er ist der Einzige, der unserer Anbetung würdig ist. Nur er. Und das ist, wenn ich mir das, man kann sich das ja nicht wirklich vorstellen, aber diese Szenerie hier im Himmel, das muss so heftig sein. Eine Anbetung da, wir haben zwar ziemlich viel begabte Musiker hier in der Gemeinde, aber ich glaube, da kommen wir alle nicht mit. Das muss gewaltig sein und wir werden das erleben. Ich freue mich drauf, wenn wir Jesus und Jesus allein anbeten. Und so oft sind so viele Dinge in unserem Leben, in unserem Herzen, die wir in irgendeiner Form anbeten. Wenn Jesus nicht unser Ein und Alles ist, unser Schatz, unser Reichtum, beten wir andere Dinge an. Und auch das kann Götzen, können so vielfältig sein. Das können so viele Dinge sein, das wissen wir. Aber Jesus und Jesus allein soll es sein. Denn er hat sich ganz für uns hingegeben. Sollten wir da was zurückhalten und meinen, naja, Jesus, das ja, das nein, das kannst du haben, das nicht. Das ist doch erbärmlich, oder? Ihm gehört doch unser ganzes Leben, unsere ganze Liebe sollte ihm gehören. Dann geht es weiter. Sie sollen nämlich noch etwas tun, die Israelis. Sie sollen ein Lamm schlachten und sollen dann wo sind wir denn jetzt? Sie sollen ein Lamm schlachten und dann in Vers 22 und nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Blut an die Tür, an die Eingangstür, als Schutz. Das Blut Jesu ist unser Schutz. Wenn du Vergebung der Sünden hast durch das Blut Jesu, sieht dich der Vater als rein an. Und wenn du dann irgendwann da oben bist, sieht er deine Sünden nicht mehr. Sie sind weggewaschen durch das Blut Jesu. Du kommst nicht ins Gericht. Das Blut Jesu ist eine Wahnsinnskraft. Es hat deine Sünden in der Vergangenheit vergeben, es vergibt deine jetzigen Sünden in der Gegenwart und es wird dir auch Sünden vergeben in der Zukunft. Wir brauchen diese ständige Reinigung durch das Blut Jesu. Keiner von uns ist perfekt, keiner von uns geht durch den Tag und kann am Abend sagen, jawohl, das ist ein Tag gewesen, an dem ich nicht gesündigt habe. Du weißt es gar nicht, wo du überall gefehlt hast. Das weißt du nicht. Und du brauchst diese Reinigung durch das Blut Jesu.
Und er sagt an einer Stelle, ich habe Freude an Vergebung. Er vergibt uns gerne, wenn wir kommen. Es ist unser Schutz, das Blut. Wir lesen mal ein paar Stellen dazu. Es ist immer gut, das Wort Gottes zu Worte kommen zu lassen. Dann labere ich nicht so viel. Das Blut Jesu. Und zwar, ich lese euch das einfach mal vor. Da steht in 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als einem unschuldigen und unbefleckten Lammes. In Offenbarung 1,5 steht, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Und Johannes sagt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Johannes sagt uns, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Gott ist Licht. Da oben in der Ewigkeit, wenn wir da sein werden, wird es keine Sonne mehr geben, weil der Herr die Sonne sein wird. Und Licht ist etwas, was, wenn das natürlich in die Dunkelheit hineinkommt, es wird hell, es deckt auf. Das brauchen wir, um nochmal wieder darauf zurückzukommen, auf unsere, leider auf unsere Sünde. Im Licht wandeln bedeutet, sich eben wie vorhin gesagt, sich ständig diesem Licht aussetzen zu lassen, durch den Heiligen Geist dunkle Punkte aufdecken zu lassen, die in meinem Leben sind. Das Licht reinlassen, nicht zumachen. Nicht in der Dunkelheit leben. Denn in der Dunkelheit zu leben ist das will Gott nicht. Und im Dunkeln, wenn wir im Dunkeln leben, dann machen wir mit Sicherheit keine Dinge, die gut sind. Und deswegen ist es wichtig, das Licht Gottes hineinzulassen in unser Leben. Es tut manchmal weh, wenn der Herr es demütigt uns, wenn er uns Dinge zeigt. Wir haben oft ein sehr schönes, oder was heißt ein sehr schönes, aber oft ein besseres Bild von uns selbst, als es eigentlich der Wahrheit entspricht. Deswegen muss Gott da uns zeigen, uns einen Spiegel vorhalten, wie wir wirklich sind. Aber davon brauchen wir keine Angst zu haben, denn er liebt uns und er möchte uns verändern, er möchte uns so machen, wie er ist. Und dazu gehört ihm halt, dass er hineinkommt, dass er Dinge mit uns durchgeht, dass wir uns reinigen lassen, dass wir ihn einfach zu uns sprechen lassen. Denn wenn er nicht meine Erfüllung ist, meine größte Freude, dann werde ich mit anderen Dingen zufrieden sein. Und das wissen wir alle, das kann auch bei uns als Kinder Gottes, das kann so ein Selbstläufer werden, dass du plötzlich an allen möglichen Dingen hängst, dass du an materiellem Kram hängst, dass du, ich weiß nicht was alles, dass du einfach auch als Christ ein selbstbezogenes Leben lebst, dass du dir am wichtigsten bist, dass du der Mittelpunkt bist. Wenn wir haben es mit dem alten Menschen zu tun, es wird im Wort immer wieder zwischen Fleisch und Geist unterschieden. Der alte Mensch ist noch da.
Und wenn du dem Raum gibst, wenn du den, wie früher immer gesagt wurde, wenn du den fütterst, dann wird er größer. Und dann bist du irgendwann, du merkst es vielleicht gar nicht mehr, aber du bist voll im Fleisch. Du lebst dein Leben, hast zwar dich irgendwann bekehrt und meinst, ja, ist ja wunderbar. Also ich habe ja Jesus und vieles, vieles andere. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Zustand. Da gibt es ja diese bekannten Stellen in Offenbarung. Die kennen wir mit Sicherheit alle, die sind schon sehr, sehr oft zitiert worden. Aber ich glaube, das ist schon auch für die Gemeinde, für uns heute geschrieben. Und zwar, wo es um die sieben Sendschreiben geht, in Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hier sind Menschen, eine Gemeinde, die meint, es ist alles klar. Alles läuft wunderbar. Ich bin reich. Ich brauche nichts. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich bin selbstzufrieden. Ich komme sonntags zum Gottesdienst, alles klar. Ich habe mein gutes, nicht alle von uns, aber schon einige, ich habe mein gutes Auskommen, habe mein tolles Haus, gesunde Familie, mir geht's gut, ich bin fit, ich bin gesund, alles klar. Und was sagt Jesus dazu? Der sagt was völlig anderes. Der sagt, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Du stehst nicht in der ersten Liebe, du stehst nicht in der brennenden Liebesbeziehung zu mir. Du hast alles andere, aber du hast mich nicht. Ich habe keinen Raum in deinem Leben oder wenig. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, sagt Jesus, du sei nun eifrig und tue Buße. Kehr um. Höre meine Stimme. Und höre sie nicht nur, sondern höre auch darauf, was ich dir sage. Ich hole dich heraus aus deiner fleischlichen Selbstsicherheit. Das kann, wir meinen oft so, das läuft alles immer so schön weiter wie jetzt. Wir haben es gesehen durch Corona. Es ist alles so ein bisschen ins Wackeln gekommen und das kann noch schlimmer werden. Dann ist es vorbei mit der Bequemlichkeit. Das kann passieren. Aber es ist gut für uns, weil wir dann, hoffe ich, zum Herrn kommen und bei ihm unsere Hilfe suchen und zu ihm schreien und vielleicht wieder komplett, vielleicht mal wieder komplett neu mit ihm anfangen. Denn er hat sich uns in seiner Liebe ganz hingegeben und er sehnt sich er sehnt sich so sehr danach, dass wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, hören wir auf seine Stimme, dann sind wir ihm gehorsam. Er stellt uns vielleicht hörst du es nicht mehr, aber er stellt dir immer mal wieder diese Frage, liebst du mich? Was für einen Platz habe ich in deinem Leben? Stehe ich irgendwo am Rand oder bin ich mittendrin? Wie sieht es da aus?
Und manchmal ist es so, dass der Herr uns aus unserer Bequemlichkeit herausholen möchte. Es gibt so viel, so, das wissen wir, es gibt so viel Elend um uns herum. So viel Not. Ich arbeite ja nun bei den Johannitern und komme in die Krankenhäuser rein und das größte Elend ist immer bei dem Personal, bei den Pflegekräften, bei den Laborkräften. Da ist eine junge, hübsche, attraktive Frau. Die ist mit ihrem Aussehen nicht zufrieden und lässt an sich rumschneiden. Sie lässt hier was machen und da was machen und hier was aufspritzen. Und letztens bin ich morgens gekommen, habe sie gesehen, habe gedacht, das kann nicht wahr. Ich habe mich so erschrocken, aber ich wollte ihr das nicht so zeigen. Alles grün und blau, dick, das ganze Gesicht aufgeschwollen. Da haben sie irgendein Zeug reingespritzt, da ist ja auch nicht viel Platz. Und die hat unter Schmerzen gestanden. Menschen nehmen Dinge auf sich, um sich schöner zu machen, als sie sowieso sind. Ja, so, sie fühlt sich einfach nicht attraktiv. Und da kannst du auch tausendmal sagen, nein, das stimmt nicht und so. Gut, wenn ich ihr das sage, ich bin alter Sack, da ist sowieso egal. Ne? Aber wenn das jetzt auch ein junger Kerl, nein, sie glaubt es selber nicht. Sie glaubt es selber nicht, dass sie wertvoll, geliebt und attraktiv ist. Und das ist jeder andere von uns auch. Auch wenn du alt bist, wenn du keine Zähne mehr im Mund hast oder was weiß ich, du bist vor Gott attraktiv. Du hast einen Wert in ihm. Und da ist so viel Not, da ist so viel Verzweiflung. Menschen kommen wie Maschinen, wie Roboter, machen ihren Job freudlos, sind oft auch überfordert unter Stress und gehen nach Hause und das war's. Und Jesus hat uns, wir sind doch so reich in ihm. Wir haben doch das Beste, was es gibt. Das absolut, wir haben das Leben. Die Menschen haben die Zisternen dieser Welt. Abgestandenes Wasser. Na, und vielleicht will uns der Herr manchmal ein bisschen herausfordern, dass wir einfach mal von unserem gerade auch, ja, ich rede oft so von uns Männern, dass wir einfach mal so ein bisschen von unserem Sofa hochkommen. Und wenn wir uns das mal angucken, wie Jesus auf dieser Welt gelebt hat, der hat kein bequemes Haus gehabt und hat sich's gut gehen lassen. Zu wem ist er gegangen? Zu den Verkrüppelten, zu den Besessenen, zu den Zuhältern, zu den Prostituierten, wo die Frommen gesagt haben, die Pharisäer, was macht der denn da? Der gibt sich mit so einem Abschaum ab? Das sind doch Menschen, die leben im Dreck, in Sünde und Schuld. Das kann er doch nicht machen. Der soll hierher kommen, wenn er wirklich ein Lehrer ist. Zu uns, zu den Guten, zu den Frommen. Da soll er hin. Aber Jesus sagt, und das spricht so zu mir, in Lukas Kapitel 14, Lukas Kapitel 14, die Verse, wo ist es? Lukas 14, 12 bis 14. Er aber sprach zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen um dir und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das ist der Maßstab, den Jesus anlegt.
Ich meine, wie ist es unter uns? Sagen wir doch mal ganz ehrlich. Also ich kenne das. Wenn ich Geburtstag habe und ich lade mal ein, dann überlege ich, wen lade ich denn ein? Wen mag ich dann besonders und mit wem komme ich gut klar? Und die lade ich dann ein. Oder wenn wir eine Hochzeit haben oder so, dann gucken wir doch auch. Na, den und den, den muss ich einladen, das ist ja auch Verwandtschaft und so, den kann ich ja nicht aus vor. Aber den und den will ich auf jeden Fall dabei haben. Der ist mir, also der kommt mir immer komisch, den will ich nicht dabei haben. So denken wir doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und Jesus sagt hier, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein. Man kann sich ja auch von Einladungen auch was versprechen, ne? Wenn man Leute einlädt, die vielleicht viel Kohle haben oder die, wenn jetzt zum Beispiel bei Axel zu Hause jetzt Donald Trump auftaucht, dann wird er wahrscheinlich 3 Jahre davon reden, dass der amerikanische Präsident bei ihm war, ne? So, oder andere Leute, die immer prahlen damit, was sie für Freundschaften haben, ne, zu welchen Leuten. Ne, ja, dann hab ich mit dem und dem telefoniert und so. Und ne, so, ja, der ist, ne, der ruft mich dann immer an, wenn er Hilfe braucht oder so. Ne. Weißt du, das sind so, ne, so sind wir. Ne, und wir versprechen uns manchmal auch was von einer Einladung. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Wenn ich dich einlade, dann hoffe ich doch, dass du mich auch einlädst. Sonst bist du bei mir unten durch. Aber was ist, wenn jetzt ein Penner vor der Tür steht und sagt, ich brauche ein Bett für eine Nacht? Habe ich dann Angst um meine Möbel? Oder stinkt er mir zu sehr? Habe ich Angst um mein Zeug? Würde ich eine Feier machen, wo ich nur Menschen einlade, mit denen sonst niemand was zu tun haben will? Wir sind doch auch ein bisschen auf unser Image bedacht. Also kannst du nicht diese ganzen Leute da einladen. Das geht doch nicht. Jesus war das egal. Jesus hat die Menschen geliebt. Er hat die Not, er hat die Verzweiflung, er hat die Einsamkeit gesehen. Und er wollte genau diese Menschen haben. Und das kostet was, natürlich. Vielleicht sagt dir dieser Penner am nächsten Tag noch nicht mal Danke dafür, dass du ihn bei dir hast übernachten lassen. Du hast ihm vielleicht auch noch einen Kaffee angeboten und er nimmt den und sagt vielleicht sogar noch, schmeckt aber nicht besonders, dann bist du zutiefst beleidigt. Gott will uns da herausfordern, glaube ich. Und wir müssen das ja gar nicht so hoch ansetzen. Aber guck doch mal in die Gemeinde rein. Im Moment sind ja nicht so viele da, ne, so auch sonntags nicht. Aber du hast doch deine Leute, die du nicht magst. Sag doch mal ganz ehrlich, das ist doch auch menschlich. Für den einen hast du Sympathie, für den anderen nicht. Vielleicht hast du noch nie wirklich was mit dem Bruder oder mit der Schwester zu tun gehabt, aber du magst sie trotzdem nicht. Weil, ja, weiß ich nicht, das kann ja so vieles sein. Sieht komisch aus oder keine Ahnung, ist zu alt oder ist zu dick oder ich weiß es nicht, irgendwas. Lade den noch mal ein, den du nicht magst. Wie sieht es damit aus? Vielleicht möchte Jesus uns die Augen öffnen für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Das ist immer so, ich kenne das so, das ist, wenn man so diese Zeiten so vor langer, langer Zeit, wo wir noch viele im Café waren, so, du hängst immer mit den gleichen Leuten zusammen. So, ja, die kennst du, da ist es nicht anstrengend, mit denen kannst du deine Witzchen reißen, da kannst du irgendwie eine gute Zeit haben. Aber da sind Leute, die am Rand stehen vielleicht. Die siehst du natürlich nicht, wenn du in deiner Gruppe drin bist. Und das kann anstrengend sein, auf Leute zuzugehen. Du weißt auch nicht, wie Leute reagieren manchmal. Aber lass uns dafür offen sein. Wenn Jesus uns dahin herausfordert, dann lass uns da gehen. Lass uns aus unserer fleischliegen Bequemlichkeit rauskommen. Wir sind oft so lau, so schlapp, weil wir unser Ding machen. Klar, natürlich sind viele von uns auch herausgefordert. Der,
die Arbeitswelt ist brutal, die ist hart. Natürlich brauchst du auch Zeiten der Erholung, überhaupt nicht die Frage. Aber wenn du dir nur Zeiten der Erholung zu Hause nimmst und dich nur noch abhängst, dann ist irgendwas schief. Und Gott überfordert uns nicht, aber er fordert uns. Und das, so ist Jesus. Wenn du so sein willst wie Jesus, das ist das, was er gemacht hat. Er ist zu den Armen, Verkrüppelten, Lahmen und Blinden gegangen. So, jetzt muss ich bald Schimpftelefon machen. Sonst schimpft Stefan gleich mit mir. Aber der Herr geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt in Matthäus 5, 43 bis 48, da steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist im 3. Mose 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Feindesliebe, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also ich kann jeden segnen, der mir die Vorfahrt nimmt im Straßenverkehr, der mir vielleicht einen Vogel zeigt. Also da kann ich nur für die Leute beten und sie segnen. Das machen wir da nicht. Können wir unsere Feinde lieben? Die, von denen du ganz genau weißt, der will dir wirklich nur das Schlechteste. Der sucht nur eine Möglichkeit, um dir ein Bein zu stellen. Der redet schlecht über dich, der, ich weiß nicht was. Feindschaft ist ja in unserer Gesellschaft ein bisschen subtiler, oft nicht so offensichtlich. Aber es gibt es. Und wenn du als Kind Gottes mit Jesus gehst, hast du definitiv auf jeden Fall einen Feind. Den hast du auf jeden Fall. Und das ist der Widersacher. Und der wird dir das Leben schwer machen. Den sollst du auch nie, den brauchst du auch nicht zu lieben. Das ist den nicht. Also ganz bestimmt nicht. Aber Menschen, die unsere Feinde sind, er sagt, ihr sollt vollkommen sein. Können wir das? Können wir aus uns heraus unsere Feinde lieben? Nee, das können wir nicht. Das kriegen wir nicht hin. Mit unserem bisschen Liebe, das wir haben, in uns jetzt, das können wir nicht. Das können wir nicht. Im Gegenteil, also wir schlagen zurück, wenn uns jemand schlägt. Wenn es auch nur verbal ist. Wir schlagen zurück. Jesus ist anders. Jesus hat seine Feinde geliebt. Er hat auch uns geliebt, als wir seine Feinde waren, als er uns egal war. Als wir vielleicht sogar mitgelästert haben, wenn gelästert wurde oder ich weiß nicht. Also ich glaube, die größte Beleidigung an Jesus ist, wenn man ihn ignoriert, wenn er einem völlig egal ist. Und auch da hat er uns geliebt. Auch da hat er uns gesehen und hat uns seine Hand hingehalten. Wo wir durch unsere eigene Scheiße im Dreck gelandet sind, hat er uns aufgehoben, hat uns gereinigt. Und wir sehen es, am besten sehen wir es am Kreuz. Jesus hat die Menschen geliebt, die ihn gequält haben, die verfinstert waren vom Widersacher. Er hat sie geliebt. Und er möchte uns diese Liebe schenken. Das ist tatsächlich. Er möchte uns diese Liebe schenken, dass wir sogar unsere Feinde segnen können. Aber die haben wir nicht in uns. Aber so ist der Herr. Das ist sein Wesen. Das Lamm. Er hat sich hingegeben für uns. Okay, ich hätte noch vieles mehr, aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal. Im Mose kommt dann tatsächlich das Gericht über Ägypten. Und das ist hart, das ist brutal. Brutal nicht, aber es ist hart. Die Erstgeborenen werden getötet. Wenn ihr das vorstellt als Vater,
dein Sohn, der als erstes geboren wurde, den du so liebst, der ist plötzlich tot. Das muss wahnsinnig schmerzhaft für die Ägypter gewesen sein. Gericht ist wahnsinnig schmerzhaft. Und es kommt auf die Welt zu, wenn wir die Offenbarung lesen, da kommen Dinge auf die Welt zu, die sind unbeschreiblich. Aber Gott möchte, er ringt mit den Menschen, er möchte, dass sie umkehren. Aber das Gericht ist hart. Und das Gericht dann, was am Ende der Offenbarung steht, vor dem großen weißen Thron, da stehst du vor deinem Richter und der weiß alles. Der kennt die tiefsten Tiefen deines Herzens, alle Motivation, alle Worte, alle negativen Dinge, die du gesagt, getan hast. Das weiß er alles. Wenn das nicht durch das Blut Jesu weggewaschen ist, stehst du vor deinem Richter. Und da haben unbewusst haben die Menschen Angst vor. Und das kommt hier auf die Ägypter zu. Aber da, wo das Blut ist, da, wo das Volk Gottes das Blut an die Tür gestrichen hat, geht der Rächer dran vorbei. Okay. Das Blut Jesu. Jesus hat sich für uns hingegeben aus Liebe. Und dann kommen wir damit auch zu dem Mahl, das er eingesetzt hat, als er mit seinen Jüngern zusammengesessen hat vor seiner Kreuzigung. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er wusste es ganz genau. Und das war kein Zuckerschlecken. Kreuzigung, eine der brutalsten, grausamsten Hinrichtungsarten überhaupt. Und die Sünde der gesamten Menschheit, die Finsternis, die sich auf ihn gelegt hat, die Trennung vom Vater, all das wusste er. Und er hat es getan für uns. Und er sagt dann, Paulus sagt im Korintherbrief, die bekannten Verse, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und er kommt. Jesus, danke, dass deine Liebe so unvorstellbar groß ist, dass du nichts zurückgehalten hast, dass du die himmlische Herrlichkeit, die tiefste Liebesbeziehung, die du hast, verlassen hast und auf unsere finstere, von Sünde gezeichnete Welt gekommen bist und hast dich für uns schlachten lassen. Hast dich verspotten lassen, anspucken lassen, entsetzlich quälen lassen und hast die Trennung vom Vater erduldet und das Tiefste, das Schönste, das Reinste, das Reichste, was du hattest, was du von dem warst du in dem Moment getrennt. Wir können das gar nicht begreifen, was du gelitten hast für uns. Und das ist deine Liebe, die sich für jeden hingibt, für den schlimmsten Sünder, für den schlimmsten Mörder, den Kinderschänder, den, ich weiß nicht, was wir uns alles an ekligen Sünden vorstellen können. Du hast die Menschen geliebt. Du hast die Sünde, weil sie uns so entstellt, weil sie uns so weit von dir entfernt hat. Aber du liebst den Menschen, den Sünder, der im Elend steckt. Und es gab keine andere Möglichkeit für uns. Es gab auch keine andere Möglichkeit für dich, wenn du die Beziehung wiederherstellen wolltest, als selbst zu kommen und
all die Sünde, all das Elend auf dich zu nehmen, Herr. Danke, wir können dich nur anbeten dafür und wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich, das Lamm Gottes, anbeten werden, den Sohn Gottes, die höchste Autorität, dem, der auf den Thron sitzt. Und wir danken dir jetzt für das Mahl und wollen dich bitten, dass du die Zeit segnest. Amen.